Sister Cool, please. About like letting four people in just to make the process a bit, because it takes a lot some time until yes, they I are understand. Online. I think they all are mute unless okay. you allow them. Okay. They yeah. can hear themselves. But only if when I allow, you allow if I allow them, I can also. So, also wer trinken will jetzt die Chance nutzen, dann. Are the micros mobile so sensitive? One, two, three, or no, okay. But turn the sound. Yeah, the sound is turned off. Of course. Thank you for the scheduling. Gerne. Well, we have like 3 more minutes to go, so. Check, 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 check. Check, 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 check. Hello, hello, 1, 2, 3, check, check. Hello. 2, 3, 4, 5. Hallo, hallo, check, check. Hallo, hallo, hallo. Es ist sehr schwül und überraschend warm, oder? Check, check. Vielen Dank. Yes, thank you. So, and you give me the sign when we are online, or? We'll give the sign when. Okay. 2 minutes. Sind wir die Klima? Bloß die Klima also an? Could you switch off the air condition or? Ja, bitte. Yes, please. Yeah. Thank you. Two more questions.
Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, einen schönen Nachmittag hier aus der Arena National in Bukarest und herzlich willkommen zur Pressekonferenz des österreichischen Nationalteams mit Teamchef Franco Foda und Kapitän Julian Baumgartlinger vor dem morgigen Auftakt zur UEFA Euro 2020 gegen Nordmazedonien. Ja, Franco Foda, wie ist denn die momentane Stimmungslage? Wir sind gerade im Stadion angekommen, haben schon was vom Spielfeld gesehen. Wie ist die Stimmungslage und mit welcher Erwartungshaltung geht Österreich morgen in das Spiel? Ja, schönen guten Tag. Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Auch die Vorfreude ist riesengroß. Jetzt mussten wir ja über ein Jahr warten aufgrund der Pandemie. Und wir sind heute hier angereist. Es war alles perfekt organisiert. Wir haben jetzt gleich noch das Abschlusstraining und unser Ziel ist es klar. Wir wollen morgen das Spiel unbedingt gewinnen, wollen gut in die EM starten mit einem positiven Ergebnis. Julian, wie lautet dein Ziel für das morgige Auftaktspiel zur Euro? Einen erfolgreichen Start hinlegen, das ist das Wichtigste für uns. Ich denke, wie es der Trainer schon betont hat, wir haben jetzt lange auf den Moment gewartet und sind jetzt auch super angereist und die Spannung ist jetzt langsam am Höhepunkt und das geht es morgen einfach nur loszulassen. Danke Julian, liebe Kollegen, ich bitte um eure Fragen. Bitte den grünen Button verwenden. Wir starten los mit Hubert Giegler. Zuerst Andreas Felber, dann Hubert Giegler. Hubert, bitte mal deine Frage. Achso, bin ich doch dran, ja. Okay, grüße euch. Hallo. Zuerst eine Frage an den Teamchef, an Franco Foda. Welche Gedanken, Gefühle durchströmen einen Teamchef einen Tag vor dem ersten Endrundenspiel einer Trainerkarriere? Ja, die Anspannung wächst, aber ich habe ein gutes Gefühl, weil wir jetzt gerade auch in den letzten Tagen, Wochen, hat die Mannschaft sehr, sehr gut trainiert. Sie war sehr fokussiert im Training, sehr konzentriert. Trotz allem hatten wir auch Spaß und Freude dabei und das gibt einem ein gutes Gefühl. Jetzt gilt es einfach, noch die richtige Mischung für das morgige Spiel auszuwählen und dann werden wir, das habe ich immer betont, auf dem Punkt topfit sein und hoffe, dass wir dann auch die Leistungen, die wir jetzt auch in den Trainingseinheiten, wo jeder einzelne Spieler auch gezeigt hat, dass wir die dann auch morgen am Platz bestätigen können. Dann hätte ich noch eine Anschlussfrage. Die meteorologischen, klimatischen Bedingungen sind ja sehr unterschiedlich, was Seefeld und was Bukarest jetzt hier betrifft. Seid ihr jetzt überrascht worden ein bisschen von der doch schwarmschwülen Witterung und könnte das einen Einfluss auch haben in der Vorbereitung auch auf das Spiel, nachdem Nordmazedonien ja bereits seit Dienstag sich hier in diesem Umfeld unter diesen klimatischen Bedingungen vorbereitet? Ja, die Wettersituation ist klar eine andere als in Seefeld. Das haben wir ja gerade schon gespürt, wo wir auch den Platz besichtigt haben. Nichtsdestotrotz, morgen findet das Spiel ja zu einem anderen Zeitpunkt statt, also um 18 Uhr. Und also insofern, ja, die Bedingungen sind für beide Mannschaften gleich und gehe mal davon aus, dass dann die klimatischen Bedingungen keine Rolle spielen werden. Da hätte ich noch eine Frage an Julian. Wie groß ist die Anspannung innerhalb der Mannschaft bei euch? Merkt man das jetzt schon, dass das Eurofieber so richtig ausgebrochen ist? Ich denke, dass es mit der Anreise heute und jetzt vor allem im Abschlusstraining der Spannungsbogen sich immer mehr aufbauen wird. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass irgendwie die Anspannung spürbar ist. Ich denke, wir werden jetzt ein super Training machen. Der Platz ist in einem außergewöhnlichen Zustand. Ich freue mich jetzt schon aufs Abschlusstraining und ich glaube, so geht es allen anderen Spielern auch. Und dass ein bisschen Anspannung und Nervosität dazugehört, das haben wir, glaube ich, alle im Fußball schon erlebt. Und das ist ja ganz gut, weil das lässt dann einmal am fokussiertesten sein. Andreas Felber mit der nächsten Frage. Ja, Teamchef Franco Foda, Sie haben es schon angesprochen, wir wollen erfolgreich starten. Trotzdem, wie wichtig wird Ihnen sein, dass die Null steht, dass es hinten sicher sein wird?
Wird es eine Mischung werden aus kontrollierter Offensive? Ja, das wird man sehen, wie sich dann auch das Spiel entwickelt. Aber wir wissen um die Stärken des Gegners, also auch von Nordmazedonien. Sie sind vor allen Dingen gut im Umschaltspiel, in Kontersituationen. Sie lauern auf Fehler des Gegners. Und da müssen wir vor allen Dingen im Spielaufbau sehr konzentriert zu Werke gehen. Wir dürfen uns dann nicht so einfach Abspielfehler erlauben wie noch im Spiel gegen die Slowakei. Und wichtig wird morgen auch sein, eine gute Restverteidigung zu haben, weil wir werden definitiv mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Wir werden uns auch wahrscheinlich mehr in der gegnerischen Hälfte aufhalten. Und da benötigt es eine schnelle, dynamische Ballzirkulation mit wenig Fehlern und eine gute Restverteidigung, um dann auch Kontersituationen abzusichern. Eine Frage noch an den Julian, bitte. Julian, welche Erkenntnisse hast du speziell aus den Tagen in Seefeld jetzt gewonnen? Was ist am Platz weitergegangen? Was ist in der Mannschaft weitergegangen? Und zweite Frage noch. 2016 dabei, 2021 dabei. Für dich jetzt, Match Day minus One, die Unterschiede? Ja, was in der Mannschaft auf jeden Fall spürbar war, dass es kurzweilig war, die ganze Vorbereitung auch in Seefeld, das war jetzt nicht, hat sich nicht über ewig gezogen, sondern wir haben starke, intensive Einheiten absolviert, mit klarem Fokus jeden Tag. Und ja, im Endeffekt war das eine relativ gute Phase, um jetzt nicht irgendwie in einen Trott zu verfallen oder sonst irgendwas. Jetzt sind wir da, jetzt wissen wir ganz genau, was wir vorhaben. Der Trainer hat angesprochen, wir kennen den Gegner, wir wissen aber ganz genau um unsere Stärken und vor allem, dass wir unser Spiel aktiv gestalten wollen. Und zum zweiten Teil der Frage denke ich, dass ein Riesenvorteil sein kann, wenn man bei einer EM schon mal dabei war, das spüre ich jetzt. Es ist ein bisschen vertrauter, man weiß schon ungefähr, was auf einen zukommt. Man weiß vor allem, welche Dinge eben nicht mehr passieren sollten und man weiß aber um die Wichtigkeit des ersten Spieles. Das redet sich immer leichter, wenn man es noch nicht erlebt hat. Wenn man dann, so wie wir damals 2016 nach dem ersten Spiel hinterherlaufen, dann geht man vielleicht nur um einen Ticken schärfer in das Spiel und ja, alles andere. Die ganze Stimmung, die Atmosphäre, hat sich ein bisschen weniger aufgebaut als 2016, weil es einfach nur nicht so greifbar war. Dafür fühlt es sich jetzt, wenn man da ins Stadion reinfährt und alles gebrandet ist, und das jetzt fühlt sich gleich wieder so an. Also man ist gleich im Turniermodus und ich freue mich sehr auf die Wochen. Danke sehr. Andreas Heidenreich mit der nächsten Frage. Hallo, ich hätte eine Frage an den Teamchef, Herr Foda. Mehrere Spieler haben unter der Woche davon gesprochen, dass der Trainingsschwerpunkt auf schnellem Umschalten gelegen ist, also nach Ballgewinnen schnell in die Tiefe spielen. Jetzt haben Sie aber selber gesagt natürlich, dass man erwartet, mehr Ballbesitz zu haben als der Gegner. Ich gehe davon aus, dass auch der Ballbesitz ordentlich trainiert wurde unter der Woche. Was muss man denn diesbezüglich besser machen als letzte Woche noch gegen die Slowakei? Also der erste Teil dieser Woche ist es richtig, da lag der Schwerpunkt am Umschaltspiel, weil wir auch erkannt haben, dass gerade Nordmazedonien, wenn sie im Ballbesitz sind und selbst nach vorne spielen und den Ball verlieren, dass sie dann anfällig sind in der Defensive. Und der zweite Teil war dann Spiel im Ballbesitz, wie wir dann auch gegen eine Fünferkette spielen wollen, was es da für Lösungen gibt, sowohl in den Halbräumen wie auch in der Tiefe. Und das war der Schwerpunkt des Trainings. Emmanuel Baranguet mit der nächsten Frage. Can you hear me? Okay. Hello? Yep. Yeah. Hello, hello? Can you hear me? I'm sorry. I'm sorry for the connection problem. An historical question, please, for the coach. Austria didn't make any victory in the Euro and in the past, in 2008 or in 2016. Do you feel in your country some pressure from the supporters, from the fans, because of this? Is this a little more pressure for you, please? Thank you. Nein, ich spüre keinen Druck, im Gegenteil, sondern das habe ich auch der Mannschaft schon mit auf den Weg gegeben. Die Spieler und wir alle im Betreuerteam, Trainerteam, wir können Geschichte schreiben und das wollen wir. Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen auf jeden Fall das erste Spiel gewinnen bei einer Europameisterschaft
Und dann wollen wir weiter schauen, wie sich dann auch die EM entwickelt. Und dann werden wir auch wieder neue Ziele definieren oder weitere Ziele definieren. Michael Kasper als Nächster. Michi Kasper, bist du bereit? Ansonsten gehen wir zu Daniel Theissl weiter. Hallo, hört sie mich? Wir hören dich. Ja, Herr Teamchef, natürlich ein heißes Thema. Marko Arnautović und Sasa Kalajdzic haben wir viel diskutiert jetzt in der Vorberichterstattung. Wie hat das jetzt im Training funktioniert und ist das wirklich eine Option oder für Sie zu viel Risiko? Nein, also wir haben es auch im Training mal angerissen, auch mit zwei Spitzen zu agieren und wäre jetzt für mich persönlich oder für uns kein Risiko, weil wir das ja schon oft auch teilweise gemacht haben. Also wir haben ja auch in Schottland mit zwei Spitzen gespielt. Wir haben dann oft auch mit einer hängenden Spitze gespielt. Also insofern ist das immer eine Option. Letztendlich muss ich die Entscheidung treffen, ob Marco dann schon bereit ist, dann auch über 90 Minuten zu spielen oder nicht. Die nächste Frage. Darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Er selber sagt ja, er ist bei 100%. Ja, das spricht ja auch für ihn. Und ich glaube, jeder Spieler, der was anderes von sich behaupten würde, der wäre auch nicht hier richtig am Platz. Aber der Trainer muss entscheiden. Er hat vor dem Spiel gegen die Slowakei nur zweimal mit der Mannschaft trainiert, hat dann auch 25 Minuten gespielt. Da hat er schon auch das Spiel neu belebt, hat neue Impulse der Mannschaft gegeben. Und ja, die Woche war sehr vielversprechend, auch von ihm. Er hat genauso auch wie Julian alle Trainingseinheiten absolviert. Und ja, und wie gesagt, ich muss dann die Entscheidung treffen, ob es für uns von Beginn an passt oder ob ich der Meinung bin, dass Marco dann vielleicht später wieder reinkommt, um dann auch der Mannschaft wieder neue Impulse zu geben. David Ribort ist der Nächste. Hallo zusammen. Herr Foda, haben Sie schon entschieden, auf welcher Position David Alaba morgen spielen wird? Und haben Sie da diesbezüglich auch schon Gespräche mit ihm geführt oder stimmen Sie sich da mit ihm ab? Danke. Ja, also wo er spielen wird, das haben wir schon entschieden und auch schon darüber gesprochen. Bitte aber um Verständnis, dass ich Ihnen das heute nicht mitteilen kann. Peter Altmann hat die nächste Frage. Hallo nach Bukarest. Zuerst eine Frage an den Teamchef. Sie haben vorher gesagt, man kann Geschichte schreiben. In den letzten Wochen ist so viel geredet worden. Ist jetzt der Moment, wo man auch die Mannschaft natürlich alle emotional abholen muss? Oder gilt es da wirklich streng analytisch zu bleiben, jetzt auch bis zum Spiel? Na, beides. Ich glaube, es ist wichtig, die Mannschaft auf den Gegner immer analytisch und auch gut vorzubereiten. Aber die emotionale Seite ist natürlich die andere Geschichte, dass man wirklich als erste Mannschaft hier bei einer EM ein Spiel gewinnen kann oder sollte. Und da kann man Geschichte schreiben. Und das wäre aber nur der erste Teil, weil wir haben uns auch ein klares Ziel schon auch gesetzt. Die Gruppe ist sehr ausgeglichen, in der Gruppe ist alles möglich. Aber gerade bei so einem EM-Turnier kann viel passieren. Und ja, und wir wollen schon auch alles unternehmen, um auch das Achtelfinale zu erreichen. Das wäre dann die zweite Geschichte. Und noch eine schnelle Frage an Julian, diese Woche in Seefeld. Wie gut hat dir die in deinem persönlichen Formaufbau getan? Wenn ich den Teamchef gerade richtig verstanden habe, bist du ja eigentlich nah dran, dass es auch für die Startelf reichen könnte. Also die Wochen waren super, auch davor in Bad Datzmannsdorf hat man sehr gut getan, das ist der Einsatz in England, die Wochen in Wien, also das sind alles so Momente für mich, die einfach großartig sind, mit der Mannschaft dabei zu sein, mich wieder topfit zu fühlen und mit jedem Training nur ein besseres Gefühl und nur mehr Vertrauen in meinen Körper zu bekommen. Das ist viel mehr, als ich mal erwarten habe können vor 4,5 Monaten. Insofern bin ich schon mal sehr glücklich und alles andere ist die Entscheidung des Trainers und vor allem dann auch abzustimmen, wie die Spiele laufen, wie sinnvoll das alles ist. Aber
Ich bin froh, da zu sein und ich glaube, dass ich ein ganz gutes Angebot für die nächsten Tage und Wochen dem Trainer machen kann. Hubert Kickler, bitte. Ja, ich hätte noch eine Frage. Wollte zunächst fragen, habt ihr gestern das Spiel, das Auftaktspiel der Euro angesehen? Also, und welche habt ihr das gesehen und welche Rückschlüsse könnte man auf diese Euro ziehen, auch vielleicht für die eigene Mannschaft, was die Italiener da geboten haben? Ja, also wir im Trainerteam haben das Spiel gemeinsam geschaut, auch viele Spieler haben es gemeinsam geschaut. Und ja, am Anfang waren die türkische Nationalmannschaft hat sehr, sehr defensiv, kompakt, sehr tief in der eigenen Hälfte verteidigt. Die Italiener hatten teilweise auch Schwierigkeiten, aber der Dosenöffner war dann das 1:0 und dann hat man auch die Qualitäten und die Stärke des italienischen Nationalteams gesehen, mit welchem Tempo sie nach vorne spielen, mit welcher Geradlinigkeit, Zielstrebigkeit, und das war schon sehr eindrucksvoll. Also Vorbildwirkung ein bisschen. Ja, aber man sieht halt gegen Mannschaften, die sehr defensiv spielen, musst du halt auch Geduld haben, und da ist halt oft so auch das erste Tor der Dosenöffner, und das war auch gestern bei den Italienern der Fall, und wie gesagt, wir gehen davon aus, oder ich erwarte morgen auch eine Mannschaft von Nordmazedonien, die eher kompakt spielt, die wie gesagt auf Kontersituationen lauert, wobei sie im Spiel in Rumänien haben sie auch teilweise mal vorne attackiert. Also auch das kann uns erwarten. Aber wir haben die Mannschaft auf beide Szenarien vorbereitet. Danke. Bitte. Gibt es weitere Fragen, dann bitte um ein Zeichen. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, vielen Dank, Franco Foda. Danke, Julian. Danke an euch, liebe Kollegen. Es geht jetzt für uns weiter mit dem Abschlusstraining und wir sehen uns dann morgen. Vielen Dank. Danke.